Der Dorschhakenknoten. Es ist ein Angelknoten, den man mit einer Angelleine, Sehne, um einen Haken macht, der hinten nur eine Verdickung hat und kein Auge. Man kann ihn natürlich auch, wie in diesem Beispiel, mit stärkerem Material verwenden, um zum Beispiel Pfosten, die hinten etwas dicker werden, Verdickungen sind, eine sichere Leinenverbindung herzustellen. Ungemein fest und sicher. Der Dorschhakenknoten. Das könnte ein Angelhaken sein mit einer Verdickung oder auch ein Stab, Stange mit Verdickung, an der wir eine Leine sehr sicher befestigen wollen. Wir legen eine Wucht in die Leine und beginnen drei feste Turns, um den Haken, Stab, Stange zu machen. Nach den drei Turns legen wir die andere Part der Bucht parallel daneben und machen weitere feste Turns. 4, 5, 6 Stück. 2, 3, 4, 5. Na gut. Den sechsten stecken wir das Arbeitsende von oben durch das Auge. Und ziehen mit der stehenden Part das Auge dicht. Dorschhakenknoten. Sehr feste Verbindung.